Und in dem Moment hat es irgendwie so Peng bei mir gemacht und ich wusste, jetzt kann nur irgendwas Schönes kommen, weil mit DKMS verbindet man halt gleich Leben retten. Hi, ich bin Larissa und das ist meine Story. Ich arbeite hauptberuflich bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall bzw. bei einer Tochterfirma als Kundenbetreuerin im Partnermanagement. Ich habe meine beste Freundin bei der Ausbildung kennengelernt, also in der Berufsschule. Und seitdem gehen wir auch durch dick und dünn. Wir gehen gerne in der Freizeit in die Stadt, ein bisschen bummeln. Sie hat unter anderem auch einen Hund, wie ich. Und deswegen verbringen wir auch sehr viel Zeit draußen, gehen spazieren, reden sehr viel und ja, gehen auch abends gerne mal was trinken. Von der DKMS habe ich das erste Mal gehört, schon sehr lange. Also mein kleiner Bruder ist ja selber an Leukämie erkrankt und hat es aber Gott sei Dank ohne die Stammzellenspende geschafft. Also die Chemotherapien haben alle angeschlagen und er konnte somit geheilt werden und ist jetzt auch schon fast 18 und munter auf. Also ihm geht's gut. Dadurch, dass ich selber noch so jung war und man eigentlich denkt, vielleicht kriegt das junge Kind das gar nicht mit 10, ich habe alles mitbekommen. Also wirklich alles. Ich bin noch nachts, als er dann schon wieder zu Hause war, in sein Zimmer und habe geguckt, ob er noch atmet, weil ich wusste ja, er ist todeskrank. Aber ja, irgendwie als junges Kind versuchst du dann irgendwie halt was zu tun, damit du weißt, ihm geht's gut. An meinem Geburtstag hat mein Papa zu mir gesagt, heute kommt eine spezielle Überraschung. Und dann kam mein kleiner Bruder nach Hause und das war richtig schön, ja. Und dann wusste ich, jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Für meine Familie war das extrem schön, dass sie gehört haben, dass ich spenden kann oder potenzieller Spender bin. Und dadurch, dass mein kleiner Bruder ja selber die Krankheit hatte, verbinden meine Eltern sowieso viel mehr damit, wie man eigentlich damit verbinden würde, weil man alles mitgemacht hat. Man weiß, wie es dem Kind geht oder dem Menschen, der das jetzt hat. Und meine Eltern sind auch extrem stolz auf mich, dass ich das gemacht habe oder machen konnte. Und man denkt, ja okay, das wird jetzt schon ein größerer Eingriff, weil man ja auch hört, es kann 5 Stunden gehen oder vielleicht sogar einen Tag danach. Und man denkt, oh Gott, das wird ja jetzt was ganz Großes, aber das war extrem leicht, einfach, angenehm, muss ich sagen. Also ich hatte auch überhaupt keine Schmerzen und ich muss echt sagen, dass auch das Krankenhaus an sich hat es echt super gemacht. Und somit habe ich halt mir mehr darunter vorgestellt, dass es halt viel mehr wehtut und einfach, weiß ich nicht, aufwendiger ist. Seit ich die Spende hatte, denkt man irgendwie, hoffentlich hat es geklappt oder wie geht es dem jetzt gerade und wie schön wäre es, wenn wir uns kennenlernen würden oder so. Also irgendwie begleitet mich das tagtäglich, dass ich jemanden da habe, der mein genetischer Zwilling ist und auf den ich irgendwie so ein bisschen aufpassen muss. Ich habe für ein kleines Mädchen in Chile gespendet und sie ist 0 bis 5 Jahre alt. Ich habe auch schon einen Brief geschrieben, einen anonymen Brief. Und ja, ich habe ihr gesagt, dass sie stark bleiben soll und dass sie das schafft, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch ein sehr starker Mensch ist. Und ja, dass ich mich freue, sie und ihre Familie bald kennenzulernen und dass sie tapfer ist und das durchhält. Ich habe mir eine eigene Wohnung gekauft und die ist gerade in Renovierungsarbeiten und da bin ich eigentlich echt täglich beschäftigt. Die Türen werden noch eingebaut und verputzt wird noch und man muss noch ein bisschen streichen. Ich glaube schon, dass es viel gibt, was die Leute wissen sollten über die Stammzellenspende. Vor allem, dass es halt extrem einfach ist und man so leicht einfach ein Leben retten kann, weil ich glaube, viele schreckt es auch ab, weil man denkt, oh Gott, Krankenhausaufenthalt und keine Ahnung, über das Knochenmark, eine OP oder so, aber dabei ist es ja nicht immer so. Und das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, weil es wirklich so ist und du hast ein Leben gerettet. Das war meine Story. Um noch mehr Stories zu sehen, klicke hier. Um selber Geschichte zu schreiben, registriere dich hier als Stammzellenspender. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen.